Hallo und herzlich willkommen hier bei GM Garten. Heute möchte ich mit euch zusammen ein neues Großprojekt angehen. Und zwar wisst ihr, ich leide an Platzmangel, so wie wahrscheinlich jeder ambitionierte Hobbygärtner. Deshalb werden wir uns heute eine ganze Menge neuen Platz schaffen. Oder wir werden heute damit beginnen, uns eine ganze Menge neuen Platz zu schaffen. Ich habe schon mal ein bisschen was vorbereitet und will euch nicht länger auf die Folter spannen. Kommt mit! Der Plan besteht darin, diese gesamte Reihe an dem Gewächshaus entlang mit neuen Hochbeeten zu versehen. Damit hätte ich insgesamt 6 Quadratmeter neue Hochbeetfläche und das ist, glaube ich, schon eine ganze Menge. Nach und nach wird das Projekt dann noch erweitert. Wenn ihr sehen wollt, wie es zum Schluss aussieht, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke und ihr verpasst keins von meinen neuen Videos. Ich würde mich sehr darüber freuen. Und jetzt frisch ans Werk! Der erste Schritt bestand jetzt darin, mir zu markieren, wie breit der Weg werden soll, damit ich da auch einigermaßen gerade komme. Zum Glück haben wir da oben einen Balkon bei meinen Eltern und von da aus kann ich wunderbar hier runter gucken und sehen, ob der Weg auch gerade ist. Die Markierung habe ich mir einfach mit 2 Pfosten gemacht und einer Sisalschnur, die ich dann bis da hinten hin gespannt habe. Und jetzt werde ich anfangen, an der Schnur entlang die Rasenkante abzustechen. Und wie immer bei solchen Arbeiten, Handschuhe nicht vergessen, sonst gibt es fiese Blasen. Auf geht's! Und jetzt geht's weiter. Jetzt müssen wir das planieren. Gucken, dass wir das einigermaßen gerade hinbekommen. Meine Güte, das ist doch noch heiß geworden heute, entgegen jeder Erwartung. Bei solchen Temperaturen und bei körperlich schwerer Arbeit viel trinken nicht vergessen. Am besten Wasser. Prost! Und weiter geht's. Das sollte jetzt erstmal als grobe Orientierungsreihe reichen. Die Feinarbeiten werden wir dann machen, wenn wir die Hochbeetrahmen aufstellen. Als Hochbeete nutze ich im Übrigen solche Standard-Palettenrahmen. Ich finde die Teile super praktisch und leicht aufzustellen. Zudem komme ich kostenlos dran und ja, ich bin super zufrieden damit. Ich habe schon etliche davon im Garten stehen und jetzt werden noch ein paar mehr folgen. Übrigens kleide ich meine Palettenrahmen innen nicht mehr mit Folie aus. Ich habe das bei einigen von den Beeten gemacht und keine Ahnung, also ich bin da kein Fan von. Liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich sie halt kostenlos kriege, wenn einer verrottet. Ja mein Gott, dann tausche ich ihn halt gegen einen neuen aus. Ja, ich würde sagen, wir machen weiter. Und so in etwa soll das aussehen. Entschuldigt die Nebengeräusche, aber hier wohnen nun mal auch noch andere Menschen. Ich werde die jetzt ausrichten und wir sehen uns dann wieder, wenn ich die erste Reihe stehen habe. Tag 2 hier auf der Baustelle für die Umgestaltung des unteren Gartens. Die erste Reihe Hochbeete steht. Im nächsten Schritt werden wir jetzt die Grasnarbe in den Beeten entfernen. In diesem hier hat das mein Sohnemann schon mal wunderbar vorgemacht. Anschließend kommt dann ein Wühlmausschutz in die Beete und dann wird befüllt.
Und fertig ist die Basis für unsere neuen Hochbeete. Die Grasnarbe ist raus, der Wühlmausschutz ist drinne. Und jetzt können wir uns dran machen, die Beete aufzufüllen. Als Wühlmausschutz benutze ich übrigens diesen Draht. Das ist ein relativ stabiler Draht mit der Kästchengröße 10x10, sodass da auch sicher keine Wühlmaus durchpasst. Und dieser ist jetzt noch Kunststoff ummantelt. Ihr könnt da auch Dickverzink nehmen, wie ihr möchtet. Ich hatte den hier noch übrig vom Foyerenbau und deshalb verwende ich jetzt die Reste hier und da, wo ich sie halt im Garten brauche. Willkommen zu Tag 3 auf unserer Großbaustelle. Heute werden wir die ersten Schichten an Material in die Hochbeete eintragen und mit dem zweiten großen Punkt der Neugestaltung beginnen. Und zwar soll das ja natürlich auch was für die Kinder werden. Die bekommen von mir einen planierten Zeltplatz hinter euch. Ja, entschuldigt mir bitte den Ton. Ich versuche schon immer die windfreien Momente auszunutzen. Aber das klappt leider nicht immer genauso, wie ich das möchte. So, und zwar soll der Zeltplatz dort in die Ecke. Da haben meine Kinder im letzten Jahr schon häufiger gezeltet. Aber wie man sieht, oder vielleicht nicht sieht, also das ist gerade. Und ihr seht, was für eine Steigung da drinnen ist. Das ist zum Zelten natürlich suboptimal. Deswegen werden wir gucken, dass wir dort eine Fläche von etwa 3 bis 4 Metern planieren. Und ja, einfach damit die Kinder vernünftig ein Zelt aufstellen können. Als kleiner Bonus fällt dabei natürlich auch wieder einiges an Material an, was wir dann zur Befüllung der Hochbeete nutzen können. Aber vorher wollen wir noch die erste Schicht in unsere Hochbeete bringen. Bei mir besteht die erste Schicht immer aus groben Materialien, was ich im Garten so finde. Meistens ist es Totholz oder aber die Physalisreste aus einem der letzten Videos. Ich verlinke es euch hier oben in der Ecke oder da in der Ecke. Irgendwo ploppt jetzt was auf. Die erste Schicht aus dem groben Material dient einfach dafür, dass wir eine Drainagewirkung haben. Wir wollen die Staunässe einfach in den Beeten vermeiden. Daher spielt es auch keine Rolle, was ihr da nehmt. Einfach irgendetwas Grobes, was auch immer ihr möchtet. Hauptsache, das Wasser kann gut abfließen und verhindert die Staunässe. Wie gesagt, die Physalisreste aus dem letzten Video oder aus einem der letzten Videos sind nur ein Beispiel. Ihr könnt da nehmen, was ihr gerade findet. Wichtig ist, dass die Schicht nicht zu dünn wird und dass sie den gesamten Boden bedeckt. Für den Anfang schon mal nicht schlecht, doch ich werde da noch ein bisschen was an anderem Material beimischen. Seid bei der ersten Schicht nicht zu sparsam. Bedenkt, es kommt noch einiges an Erde obendrauf und das drückt euch die erste Schicht wieder stark zusammen. Am besten lauft ihr schon mal drüber, um das Ganze ein bisschen dichter zu kriegen. Und ja, so zwischen 5 und 10 cm sollte die erste Schicht schon ausmachen, damit ihr eine vernünftige Drainagewirkung habt. Und jetzt besorgen wir uns das Material für die weitere Füllung. Im ersten Schritt habe ich mir jetzt hier eine halbrunde Fläche abgesteckt mit einem Durchmesser von etwa 3,50 Meter, da das Zelt eine Grundfläche von 3,5 Meter mal 3,5 Meter hat. Und jetzt geht es daran, diese Fläche zu begradigen. Na, das wird ein Spaß. Der erste Schritt ist abgeschlossen. Ich habe mir jetzt hier einen Orientierungsgraben gezogen, ja, indem ich einfach hier jetzt mal geguckt habe, wie weit muss ich runter, um nachher gerade zu sein. Und jetzt werde ich mich dann Graben für Graben einmal im Halbkreis weiter buddeln. Doch bevor wir weiter buddeln, werden wir jetzt erstmal das Material verwenden, was wir bisher ausgegraben haben.
um unsere Hochbeete weiter zu befüllen. Als zweite Schicht kommt bei mir immer eine relativ dünne Lage Grasnarbe umgekehrt in die Beete. Warum? Ganz einfach, wir haben hier eine Menge an organischem Material, was uns für die Zersetzung dient und Wärme produziert, sowie Nährstoffe. Und des Weiteren haben wir hier gerade in den ersten Zentimetern unter der Rasenfläche eine relativ große Anzahl von Bodenlebewesen. Und ja, gerade die macht es für uns halt interessant, denn das wollen wir in unseren Hochbeeten haben. Schicht Nummer 3 besteht bei mir aus einer relativ dünnen Schicht Erde, die knapp unter der Grasnarbe lag. Schicht Nummer 4 besteht bei mir aus einer Mischung von abgelagertem und frischem Hühnerkot, einfach um eine gewisse Grunddüngung in das Beet zu bringen. Und außerdem dient es auch noch als Wärmequelle, denn bei der Zersetzung oder bei der Umsetzung des Kotes und auch der Einstreu entsteht Wärme, die wiederum dem darauf wachsenden Gemüse zugutekommt. Ihr müsst hier allerdings keinen Kot von Hühnern nehmen. Wenn ihr keine Hühner habt, dann nehmt einfach angerotteten Kompost. Ja, wo frische Pflanzenteile drin sind, teilweise schon verrotteter Kompost, was dann auch den gleichen Effekt hat. Denn bei der Umsetzung auch von organischem Material entsteht die Wärme, die unseren Gemüsepflanzen zugutekommt. Und als fünfte und letzte Schicht kommt jetzt die Substratschicht, in der unsere Pflanzen nachher stehen sollen. Bei mir setzt sich die meistens zusammen aus Resten, aus alten Pflanzkübeln, wo die Erde erneuert werden muss, und gekaufter Sackerde. Was ihr dann nehmt, ist vollkommen euch überlassen. Hier geht es einfach nur darum, ein gutes Substrat zu haben, in dem unsere Gemüsepflanzen dann nachher wachsen können. So, und mit der Fertigstellung dieses ersten Hochbeetes möchte ich mich jetzt auch bei euch verabschieden. Wenn ihr wissen wollt, wie es hier im Garten weitergeht, wie das Endergebnis wird, sowohl vom Zeltplatz als auch von den Hochbeeten, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke. Ich halte euch in meinen kommenden Videos immer mal auf dem Laufenden. Und das Endergebnis zeige ich euch natürlich auch. Wenn ihr sehen wollt, wie die Arbeitsschritte vorangehen, folgt mir doch auf Instagram, da werde ich regelmäßig Beiträge posten, wie es hier im Garten aussieht und was für Arbeiten gerade anstehen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es so ist, zeigt es mir mit einem Daumen nach oben, abonniert den Kanal, teilt ihn mit euren Freunden und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal hier im GM-Garten.